Am Sonntag ist in Los Angeles wieder der rote Teppich ausgerollt worden. Bereits zum 25. Mal werden im Shrine Auditorium MTV Movie und TV Awards verliehen. Eigentlich keine ganz so große Sache, doch in diesem Jahr gibt es ein paar neue Besonderheiten. Erstmals werden Auszeichnungen unabhängig des Geschlechts vergeben. Darstellerin Emma Watson wird bei der Gala am Sonntag als bester Schauspieler ausgezeichnet. Die Kategorie Beste Schauspielerin entfällt. Neben der Regel zur Geschlechtergleichberechtigung werden ebenfalls erstmals auch TV-Serien ausgezeichnet. Der zweite große Preis geht an die Schauspielerin Millie Bobby Brown. Sie wird für die Rolle in der Netflix-Serie Stranger Things geehrt. Als bester Film wird wenig überraschend Die Schöne und das Biest gekürt. Doch die MTV Movie und TV Awards sind auch für ihre ganz spezielle Kategorie bekannt. So gewinnt die US-Serie This Is Us in der Kategorie Beste Schnulzenmomente. Und der Preis für den besten Filmkuss geht an Ashton Sanders und Jarell Jerome in Moonlight. Bei den Movie Awards gibt es keine spezielle Fachjury. Nur das Publikum entscheidet in einem Voting, wer in welcher Kategorie gewinnt.